Hallo. Apple hat heute im Zuge der Worldwide Developers Conference 2014 in San Francisco einige Neuerungen im Bereich iOS-Entwicklung vorgestellt. Wie sich Apple die zukünftige Entwicklung mobiler Apps vorstellt. Eine der interessanten Neuerungen möchte ich hier auf diesem Screenshot kurz zeigen. Hier wird der Code der App geschrieben und anschließend hier sieht man eine Live-Preview des Codes in Echtzeit. Zu jeder Zeile, die irgendetwas speichert oder ausgibt, sieht man hier direkt den Output sozusagen. Man sieht auch hier Veränderungen in Diagrammform. Man sieht hier bei einem Spiel hat man hier eine Art Zeitleiste, bei der man vor- und zurückgehen kann. Kombiniert mit der Live-Preview vom Code hier. Wenn man hier die Variable Hello und VVDC definiert, sieht man zuerst Hello, anschließend VVDC. Hier unten wird dann auf ein Bild zugegriffen und wenn man hier auf dieses Symbol mit dem Auge klickt, kann man zum Beispiel mit einer Map-Function direkt die drei Bilder in einer Art Array oder Liste vereinen. Ich halte das persönlich für sehr interessante Ansätze, die vielleicht in Zukunft auch in andere Entwicklungsumgebungen von anderen Herstellern eingebaut werden könnten.